Hey David von Alisenisch hier. Und zwar, ihr habt euch es gewünscht und hier kommt es mal, das Tutorial zu der Lampe, die ich gemacht habe. Und springen wir doch mal gleich rein. Als erstes machen wir die Einstellungen hier. Das heißt, wir gehen auf Datei mal, speichern uns das zwischen. Weil bei mir macht ihr jetzt ein Backup alle paar Minuten, weil Cinema stürzt bei mir ganz gerne mal ab. Nennen wir das mal Tutorial. Speichern. Dann Rendervoreinstellungen, Ausgabe, Format, 1080p. Speichern. Fahrt das Tutorial. Und Format ist dann JPEG. Ja, das war's. Als erstes machen wir uns hier ein Spline. Linear nehmen wir, wählen wir uns aus, drücken hier halt drauf gedrückt. Nehmen wir ein lineares Spline, gehen in mittlere Maustaste, dann kommen wir in diese Ansicht hier. Und wir wählen uns eine Ansicht aus, entweder rechts oder links, je nachdem, was wir haben. Ich nehme hier mal rechts. Zoom mal ein bisschen raus, sodass ich hier die großen Kästchen habe. Und dann ziehen wir uns mal einfach mal ein Muster, was wir haben wollen. Zum Beispiel sowas hier. Dann nehmen wir hier. Schwupps. Und nehmen wir hier. Schwupps. Und hier noch. Schwupps. So, dann gehen wir hier auf das Auswahlwerkzeug, nehmen uns das Rechteck und können jetzt Rechteck ziehen und dann haben wir das ausgewählt, was im Rechteck ist. Deswegen nehmen wir uns hier den ersten Punkt, stellen sicher, dass die Koordinaten hier auf 0 sind, also X-Achse, und bei Y kopieren wir uns das. Nehmen wir uns den nächsten, kopieren das, sogar identisch, super. Dann wir hier, ist auch 0, das 0, genau. Dann nehmen wir den 0, alles klar, machen wir hier auch nochmal 0. Und gehen auf ja, Anwenden oder Leertasten, machen wir Eingabe, Enter. Und hier auch nochmal 0 und Enter. Ja. So, jetzt wählen wir uns hier das Nibbelchen aus, gehen auf Symmetrie. Packen den Spline im Symmetrieobjekt rein und jetzt die Spiegelebene machen wir auf XY, so dass das beides so spiegelt ist. Jetzt nehmen wir nochmal den Spline und wählen uns nochmal das Kästchen hier aus hinten und ziehen es dann einfach noch ein bisschen kleiner, so dass es wirklich aussieht wie so eine Lampenform. Und hier. Ja, das ist unten, ist es halt immer ein bisschen größer. Ich denke, so ist okay. So, jetzt wollen wir das aber, ist da es ja nur ein Spline ist, wollen wir den noch ein bisschen dicker geben. Das heißt, wir nehmen uns bei den Splines, gehen wir auf Rechteck. Das Rechteck packen wir in ein Symmetrieobjekt rein. Ah, Quatsch. Das Rechteck, wir wollen sie nicht klonen, also nicht als Symmetrie machen, also Spiegelung, sondern wir nehmen uns bei den NURBS, ein Sweep-NURB, packen das Rechteck in den Sweep-NURB rein und dann auch die Symmetrieachse in den Sweep-NURB rein. Das Rechteck wollen wir aber über den Symmetrie-Ding haben. Jetzt haben wir sowas hier. Momentan seht ihr, es ist einfach ein bisschen zu weit nach oben und zu tief und alles Mögliche. Das wollen wir nicht haben, deswegen gehen wir hier in die Breite. Also ich zeige euch jetzt mal hier in den vier Fenstern. Die Breite hier oben seht ihr, ist von 400 cm, machen wir mal auf 5. Ah, nicht 0, 5. Und jetzt haben wir so ein Rechteck hier. Also nicht Rechteck, aber jetzt haben wir hier kleine
sage ich mal, kleine Ränder. Jetzt machen wir mal 10 spaßeshalber und jetzt seht ihr, wird es halt dicker. Allerdings ist hier auch nochmal die Höhe. Seht ihr, ist die Breite in unserem Fall hier ein bisschen zu breit, deswegen spielen wir hier mal rum. Wenn wir das nach hinten ziehen, wird es halt, seht ihr halt, das verschiebt sich hier. Und deshalb, in unserem Fall, machen wir mal, ich denke 20 ist okay. Nee, ist ein bisschen doof. Machen wir mal 5. 500 Dicke hier. Ja, okay, 5 ist gut. Und hier machen wir aber mal. Obwohl, ist auch okay. Eigentlich ist es okay. So, jetzt werden wir hier noch bei der Ebene von ZY auf XY. Hatten wir gerade anscheinend nicht gemacht. Dann Rechteck packen wir aber drauf. Dann haben wir das, ich zeige es mal kurz. Wenn wir das zurück haben, dann haben wir das ein bisschen dünner und hier oben ist es auch, geht es halt so ein bisschen, verdünnt sich das. Das ist doof. Deshalb gehen wir auf XY. Und dann haben wir das alles gleichmäßig. Jetzt wollen wir aber noch, dass es halt nicht so ein X ist, sondern dass es ein bisschen Abstand zwischen ist. Deswegen gehen wir nochmal in die Außenposition, also in die rechte Ansicht. Wählen unser Spline aus, markieren hier die Mitte und ziehen es einfach ein bisschen nach außen. Wir wollen das ein bisschen, dass es ein bisschen Rand hat, also ein bisschen Abstand hat. Können es dann nochmal, wenn es zu viel ist, hinterher nochmal ändern. Als nächstes machen wir uns hier einen Zylinder. Heißt, wir gehen hier auf das Symbol. Zylinder. Da das Ding schon in der Mitte ist, brauchen wir nicht viel zu machen. Wir gehen jetzt wieder in unseren Objekt-Auswahl-Werkzeug-Ding. Und ja, ziehen es einfach mal ein bisschen kleiner als erstes. Ups, nicht zu klein. Denke so erstmal, okay, gucken wir mal. Und ziehen das Ding nach oben. Ziehen wir das ein bisschen größer. Okay, aber ein bisschen kleiner noch. Also was ist kleiner, sondern ein bisschen skalieren. Okay, ich denke, so ist es okay, nicht zu extrem. Und ein bisschen kleiner noch. Weil wir müssen hier unten ein bisschen Abstand lassen, weil kommt gleich ein Fuß zwischen. So, hier oben sollte ich auch ein bisschen Abstand haben, also ein bisschen rausgucken, weil dann kommt noch der Lampenschirm drauf und dann sieht es halt besser aus. Ich denke mal, mit der Breite kommen wir so hin. Ist okay, wenn nicht, ändern wir die Breite später nochmal. Und jetzt machen wir den Fuß unten. Dort heißt, zoomen wir ran, drücken C, nehmen wir uns das Randwerkzeug-Tool, also das heißt, dass wir hier diese Ränder auswählen können, gehen auf Selektion, suchen und wählen uns den unteren Ring aus. So, dann rechte Maustaste extrudieren und ja, 5 ist einfach zu stark, deswegen drücken wir einfach mal in den Bildschirm rein hier und verschieben die Maus. Somit könnt ihr das halt die Stärke der Extrudation bestimmen. Okay. Machen wir. Mist, ich hatte das jetzt das Ding ein bisschen zu hoch gemacht, aber erstmal so. Und dann als nächstes wählen wir uns die, das heißt, na, Skalierung aus und skalieren das Ding. Also sprich drücken, also an die, den Bildschirm reindrücken und dann einfach Maus verschieben. So ist es okay. Ja, okay. Das ist jetzt ein bisschen doof.
Weil das Ding ist einfach ein bisschen zu lang. Dann extrudieren wir es einfach mal. Ist okay. Wir wählen wieder extrudieren aus. Also haben Z gerückt. Also das heißt STRGZ. So lange, bis es so aussieht wie bei mir gerade. Und wir extrudieren das Vieh einfach mal so ein bisschen weiter runter. So, dass es kurz vom Boden ist. So, jetzt wählen wir uns also das Skalierwerkzeug aus und skalieren das einfach mal ein bisschen. Okay, das ist jetzt ein bisschen zu krass. Soll ja ein bisschen realistisch aussehen. So, dass es halt noch auf dem Standard draufsteht. Ja, okay. Und als nächstes drücken wir wieder also drücken wir rechte Maustaste, Level und dann wieder reinklicken. Ja. Erstmal unser Live Selection Tool auswählen. Und Bevel. Na, warum will er nicht? Gut, dann machen wir kein Bevel, dann extrudieren wir das einfach. Zwar extrudieren und extrudieren wir das einfach mal nochmal weiter nach unten. Ja, ich meine, okay, ist jetzt ein bisschen extrem. Aber müssen da ein bisschen mit rumspielen. Also, um das einfach zu vermeiden, dass es so extrem sieht, wenn ihr den Zylinder einfach von Anfang an weiter runter setzt, sorry, dass es gerade passiert ist, dann könnt ihr einfach den Fuß etwas realistischer gestalten, so wie ich bei Ihnen Speedart hatte. So, tölö. Allerdings gehen wir jetzt hier mal weiter hoch, gucken, ob das okay ist. Ja, sieht keiner, dass es ein bisschen zu groß ist. Und setzen unseren Zylinder drauf. Als erstes machen wir aber Licht. Drücken einmal hier auf das Lichtsymbol. Dann nehmen wir unser Live Selection Tool wieder und ziehen das Lichtchen nach oben. So, dass es ein bisschen als Birne, ein bisschen Glühbirne hier oben drauf sitzt. Und da nehmen wir uns eine Röhre, ziehen das Ding nach oben und so wurde gerade etwas unterbrochen. Auf jeden Fall waren wir gerade beim Röhrchen. Das Röhrchen gehen wir wieder in unser Objektmanager, Objekt. Tool, blubs, und ziehen uns unsere Röhre einfach mal zurecht. Heißt, wir verringern hier den Abstand, dann eventuell mal ein bisschen größer und generell ja, generell ziehen wir das Ding. Na, wo ist es? Ah, einfach kleiner, na? Und zwar, wir ziehen das Ding mal so ungefähr. Dann ziehen wir das Ding nach. Ja, ich denke, so ist okay. Aber eventuell ein bisschen kleiner. Ich denke so, ja, ein bisschen kleiner vielleicht noch. Ja. Ein bisschen kleiner noch. Ja, okay, so scheint es doch gut zu sein. Super. Na so, jetzt machen wir uns einen Ring. Quatsch. Einen Ring. Und zwar den Ring. Machen wir auch kleiner, sodass es halt passt von der Länge her. Na?
Gerade spinnt meine Maus ein bisschen. Und ziehen uns klein, so dass man ihn einfach da oben gut draufpacken kann. Machen das Ding eventuell ein bisschen größer. Ups. Ja, okay. Ich denke, so ist okay. Dann stülpen wir etwas so drüber. Ja, ich denke, so ist okay. So, das kopieren wir uns. SDRG, SDR, also SDRGC, SGF, STRGV. Und ziehen uns das Ding hier unten hin. Könnt ihr auch noch später mal kurz ein bisschen justieren. Wenn wir gucken, wie es denn mit Textur aussieht. So, jetzt machen wir uns den kleinen Raum mal. Heißt, erstmal kopieren wir uns alles. Also nicht kopieren, sondern markieren wir uns alles. Dann Alt-G gedrückt, dann ist es ein Objekt drin. Dann nehmen wir den mal Lampe. Und jetzt machen wir uns den kleinen Raum mal. Heißt, wir machen das Ding mal aus, die Lampe. Also einfach hier raufdrücken, bis es gut ist. Und gehen wir in die Rechtsansicht und wählen uns unser Linear-Spline und dann machen wir uns mal so eine Fußleiste. Jetzt muss ich mal scharf nachdenken, wie sowas aussehen könnte, weil ich habe gerade kein Bild. Heißt, es gibt ja hier diesen Vorsprung, wo sich gerne mal der Dreck sammelt und der Staub. Da haben wir hier so eine kleine Einkerbung. Und dann wölbt sich das so ein bisschen hier. Glaube ich mal. Nee. Gut, machen wir mal hier und dann geht es irgendwie hier so lang. Und dann wieder zurück. Und dann wieder nach oben. Dann können wir hier einfach aufs Blind schießen gehen. Ich denke mal so, schlag mich nicht, wenn das falsch ist, aber ich denke mal. Dann wollen wir uns einen NURB machen, einen Extrude-NURB. Allerdings, wenn wir den Extrude-NURB jetzt da reinpacken, passiert Folgendes. Schwupps. Ist das Ding sehr dünn und wenn wir den NURB jetzt mal hochmachen, dann geht es in die hinter nach hinten rein. Und das wollen wir nicht, weil das Spline ja rechts ist. Daher haben wir den Spline, ja im Quatsch, den NURB und gehen einfach mal bei der X-Achse, das heißt beim Winkel X, machen wir 90 Grad. Na, wieder nicht. Ah, und zwar, wir sind ja gerade im Spline-Modus, gehen wir hier in den Objektmanager rein. Wenn wir 90 Grados und wenn wir das jetzt reinpacken, ist klein, schwupps, sehen wir hier, das richtet Sachen nach dem Spline aus, weil das Spline ja 90 Grad war, deswegen ist der Nerd müsste jetzt auch 90 sein. Und jetzt können wir den so lang ziehen, wie wir lustig sind. Wir können auch jetzt mal spaßeshalber, so dass es ein bisschen. Okay, Fußleisten sind komisch geworden. Aber dass es halt ein bisschen realistischer eventuell wirkt, weil das ist ja nicht spitz. Wir haben ja nicht bei den Spline. Vom Typ gehen wir hier mal durch, was uns gefällt. Das ist ein bisschen kubitisch, ein bisschen zu krass. Das eventuell könnte passen. Akima. Baseline ist auch ein bisschen zu. Wallig. Deswegen bleiben wir bei Akima. Ja, so ist okay.
Und dann würde ich mal sagen, ziehen wir uns das Ding einfach mal lang. Na, das sind wir zu. Ist eigentlich Schnuppe. Machen wir mal 2000. Und ziehen wir uns mal hier so in die Mitte rein. Dann als nächstes machen wir uns einen Würfel. Den Würfel setzen wir uns so an, also gehen in Oben-Perspektive, so dass es am Rand ist. Dann ziehen wir uns das Ding dünner. Wollen wir am Rand haben. Ist eigentlich egal, ob das jetzt überlappt oder nicht, weil das sieht man ja nicht. Und wir ziehen das Ding in die Höhe und in die Breite. Gut, das ist eventuell ein bisschen zu hoch. So brauchen wir einen nicht. Ja, Deck ist ein bisschen zu krass, denke ich mal. Ja, ich denke, so ist okay. Und wir brauchen es auch nicht so lang. Ja, ziehen wir uns das ein bisschen. Ja, ich denke. Okay, noch ein bisschen länger. So, jetzt ziehen wir uns das richtig hin. So, dillö. Vielleicht auch ein bisschen höher. Okay, jetzt auch. Kopieren uns das mit C und V wieder. Und ziehen es das dahin, wo wir haben wollen. Machen wir mal hier, nicht zu lang. Ja, ich denke, es ist okay. Dann kopieren wir es wieder. Diesmal legen wir uns das auf 90 Grad. Ja, ich meine, ich sagte legen. Und das dann als Boden kommt. Ziehen wir natürlich noch ein bisschen länger und auch ein bisschen breiter. Wie gesagt, ist eigentlich wurscht, wie das genau letztendlich wird. Und es sollte genau mit dem Rest abschließen. Jo, so schön. Dann kopieren wir uns das, haben das dann als Decke. Ja, so ist doch okay. Und dann kopieren wir uns das Gedöns nochmal und machen es wieder 0. Jetzt wollen wir es aber gedreht haben. Das heißt, gedreht. Na, nicht so gedreht, sondern auch nicht so gedreht. Also, jetzt bleibt noch eine Wahl. So gedreht. Und das ziehen wir uns jetzt nach hinten. Und so, dass es abschließt. Ja, so ist doch hübsch. So, jetzt zoomen wir rein. Aktivieren wir uns die Lampe wieder. Nehmen wir uns die Lampe und rücken die uns aber mal ein bisschen zurecht. Schwups. Drehen wir das süße Ding noch ein bisschen. 90. Und ja, packen wir das mal uns dahin, wo wir es hin haben wollen. Ich würde mal so sagen, Mitte des Raumes. Denke mal, so ist es eigentlich okay. Gucken wir, ob das genau am Boden abschließt. Ja. Tutet.
Okay, vielleicht ein bisschen zu krass. Ja. Und jetzt geben wir das eine ganze Textur. Heißt, wir ja, machen wir mit Textur über den Raum. Das heißt, ihr könnt halt eure eigene Textur nehmen, wenn ihr haben wollt. Allerdings gehen wir hier auf unseren Content Manager und gehen auf Prime. Das habt ihr auch. Also solltet ihr haben bei der R12 zumindest. Und Materials. Und dann auf. Eigentlich. Okay, gut, dann ist es im anderen, weil ich suche mir immer einen Harry, ehrlich gesagt, weil ich lerne es irgendwie nie. Gehen wir auf Broadcast, dann auf Resources, weil es gibt nicht zwei verschiedene Materialien. Hier haben wir aber eine größere Auswahl. Deswegen gehen wir auf also Prime Resources, dann auf Materials. Dann können wir uns ja auch suchen. In unserem Fall nehmen wir mal. Natürlich. Und Stoffe. Und dann können wir es aussuchen. Also wann nehmen wir mal das hier. Das ist, denke ich, ganz okay. Und dann nehmen wir uns ein Holz. Für die Leiste nehmen wir uns einfach mal ein Holz. Weil für den Boden. Dann können wir gleich nochmal machen, dass ich mich ans selbst einfüge. Also wird Doppelklick. Dann packen wir auf die vier Wände. Eins, zwei. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Eben, weil das ist es nicht. Nehmen wir uns den Carpet, packen wir uns auf diese Wand und auch auf diese Wand. Und für da oben nehmen wir dann keine Wood, sondern ein Beton. Nee, Beton. Ja. Eigentlich egal. Was haben wir noch auszuwählen? Synthetisch, Metalle, Keramik. Nee, okay, Beton halt. Gut, dann ist es halt ja noch nicht fertig. Nehmen wir uns ein Bright. Und packen wir das hier oben drauf. Ja, weil letztendlich sehen wir es eh nicht. Dann für die Fußleiste nehmen wir uns das Wood, ziehen wir auf die Fußleiste. Und für den Boden nehmen wir uns ein Material, ein neues, eine Farbe, na, Bildladen. Hab mir meine Texturen. Textures. Gut. Mal suchen wir uns ein schönes Holz aus. Ich würde mal sagen, versuchen wir mal das. Na, bei Doppelklick machen wir Spiegelung. Ja, machen wir ein Flanell rein. Machen wir das halt nicht so extrem, weil ich sehe einen Boden. Machen wir den mal auf, gucken wir mal 20. Könnte eventuell schon ein bisschen krass sein. Mischfarbe auch 20. Ja, ach ja, und noch ein Relief, so dass es halt so typische Struktur gibt. Dieses Körnige kann man fast sagen. Und dann Bildladen wieder und hier ist das Ding. Und machen 100. Sieht man jetzt nicht unbedingt, glaube ich. Packen wir allerdings auf den Boden. Jetzt, da das allerdings so aussieht, ich zeige euch jetzt mal, rendern wir. Ja, der Boden eigentlich sieht ganz schön schlimm aus. Allerdings, ich will mal, und das ist außerdem dieses. Nicht diese glatte Oberfläche, diese leicht raue Oberfläche, es ist dieses Relief. Das könnt ihr ja, wie gesagt, haben oder nicht. Aber ich finde es hier ab und zu mal ganz nett. Der Boden, wie gesagt, ist okay. Allerdings können wir halt die Struktur noch ändern, wenn wir wollen. Gehen wir mal also gehen wir hier rauf, auf die Textur von Projektion auf Quarter Mapping. Und jetzt sehen wir, gibt es hier überall
So, als ob das überall so halt verlegt wurde. Könnt ihr haben, wie ihr wollt, wie es euch besser gefällt. Jetzt allerdings ist uns aufgefallen, hier bei der Leiste haben wir das Problem, da würde ich das gerne mal als Quartermapping versuchen. Eventuell müssen wir eine neue Textur nehmen. Ja, ich glaube mal, da nehmen wir einfach eine neue Textur, aber schauen wir mal. Jetzt machen wir mal die Textur einfach für die Lampe erstmal. Und zwar neue Texturen fertigen, Farbe, okay. Ja, Farbe machen wir mal ein, so das ist halt so ein Lichteffekt, also ein bisschen wie eine Glühbirne, so ein leichtes, warmes Licht ist. Dann auf Leuchten. Machen wir bei Textur, gehen wir auf, damit es diesen Durchscheineffekt hat, wie meine Lampe, wie mein Lampenschirm, gehen wir auf Effekte und auf Rücklicht. Das Rücklicht machen wir nicht weiß, sondern es hat ja auch dieses leichte warme Schimmern. Und bei der Leuchtkraft ist nicht auf 80, sondern machen wir auf 120. Und die packen wir dann auf den Schirm hier rauf. Das Licht außerdem noch. Ganz kurz gehen wir aufs Licht. Gehen wir bei auf Schatten auf Shader Maps Weich. Dann gehen wir hier bei Details, bei Abnahme auf quadratisch, physikalisch richtig, sodass es halt die physikalische Richtigkeit hat. Sodass es halt leuchtet. So nach außen hin und dann nach außen schwächer wird, dann entsteht hier so ein Pegel. In diesem Bereich leuchtet das. Und das können wir also jetzt hinziehen, wo wir wollen. Da das jetzt nicht so eine extrem krasse Lampe ist, machen wir alles mal so. Schon okay. Dann nehmen wir die Textur des Ständers. Und zwar machen wir eine Textur. Machen wir mal so Metallic. Textur ist schwarz, Spiegelung, ja, lassen wir mal Spiegelung, ja, nee, okay, machen wir, Fresnel, was machen wir da am besten, Fresnel, okay, dann, ja, müssen wir mal gucken, wie es uns gefällt am besten. Ich glaube, machen wir das ganze Licht mal aus. Dann, ja, die Stärke machen wir mal ein bisschen runter. So auf 40. Okay, gucken wir mal. Und bei dem Licht auf 85. Und ziehen wir uns, ne, bevor wir es hinziehen, klappen wir. Haben wir schon aufgeklappt. Deshalb ziehen wir uns das hier auf den ersten Ring. Dann halten wir SDRG gedrückt und nehmen uns die Textur und können die einfach dann runterziehen. Dann Ring bei den Hauptring, dann auf den Zylinder, dann auf den Sweep Knob und auf ja. So hat er das. Jetzt gehen wir hier nochmal auf die Rendervoreinstellungen, Effekte, Ambient Occlusion, globale Illumination, auf Einzelbild, machen wir mal Gamma Gandalf, machen wir auf 1,8 und die Strahlentiefe mal auf, ne, 2. Und jetzt rendern wir das mal testweise. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich hoffe, es macht ja, weil das könnte jetzt ein bisschen dauern, je nachdem, wie euer System ist. Ich hoffe mal, er fängt jetzt an. Naja, das sehe ich schon ein bisschen. Also bis dann. Gut, das dauert mir jetzt ein bisschen zu lange. Deswegen breche das einfach mal ab und geht auf Render voreinstellen, Global Elimination. Und dann auf dem Cache hier macht ihr mal alles niedrig.
Also ehrlich gesagt tut es der Qualität keinen Abbruch. Na, schwach, schwach, niedrig. Ja. Und dann macht das einfach nochmal. Und wie wir sehen können, ist es doch ehrlich gesagt schon ganz cool. Ich persönlich würde da jetzt nichts Großartiges verändern wollen. Eventuell kann man den Lichtradius ein bisschen verkleinern von der Lampe und auch eventuell ein bisschen die Stärke, weil das ist mir noch ein bisschen zu krass. So, weil hier an den Rändern machen wir mal kurz. Heißt Licht. Ja, machen wir mal. Ich denke mal, so ist okay. Gucken wir mal. Okay, also haben wir immer noch eventuell, was wir halt machen können. Müssen wir mal gucken, ob denn. Ja, eigentlich würde ich es das so lassen. Also, ich finde, es sieht ganz cool aus. Allerdings können wir jetzt beispielsweise das Event noch ein bisschen weiter weg. Nee, ist schon ganz gut weggestellt. Eventuell einfach mal bei der Textur machen wir mal das Licht aus. Na nun, da ist es immer noch. Hätte ich jetzt nicht erwartet, weil bei meinem Speedart war das nicht so. Aber auf jeden Fall spielt einfach mal rum mit den Werten. Also es kann ja letztendlich nur an dem Leuchten liegen, eventuell mal. Also das Leuchten ist jetzt bei mir, machen wir mal Clipping. Also Clipping heißt, wie ihr das schon sehen könnt, wird es ein bisschen blasser. Und eventuell könnt ihr mal das Leuchten doch mal ein bisschen runterdrehen. Macht die Farbe doch mal an. Ja, guckt einfach mal, wie es ausschaut. Aber letztendlich war es das im Tutorial, groß und ganzen. So wird es gemacht. Und ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ihr konntet was lernen. Es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann gebt mir einen Daumen hoch und abonniert mich. Weil damit weiß ich, dass ihr meine Sachen feiert und dass ihr die gerne habt und mich lieb habt. Ich habe euch auch lieb. Und deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal. Deswegen haut rein. Bis dann.